Da ich an der Universität Kiel bin im Bereich Scientific Computing, das ist die Bezeichnung für den Lehrstuhl und der wiederum ist eingegliedert in das Institut für Informatik. Und wir machen so etwas wie, was man sagen kann, wir machen numerische Mathematik. Soll heißen, wir haben mathematische Probleme, die wir algorithmisch aufbereiten und die wir dann entsprechend in Programme überführen. Und wir haben sofort mit dem zu tun, was jetzt Thema dieses Vortrags sein soll, nämlich so, wie funktioniert denn überhaupt das Rechnen auf dem Computer? Und deswegen habe ich gedacht, trage ich mal über quasi ein ganz elementares Thema vor, das aber sehr wichtig ist und das häufig, glaube ich, jedenfalls nicht genug gewürdigt wird. Und der Titel des Vortrags soll Computerarithmetik sein und ich möchte es so gestalten, dass ich erstmal motiviere, warum heißt das Computerarithmetik und wo will ich eigentlich hin? Und ich möchte die Computerarithmetik vergleichen mit der Arithmetik, wie wir sie in der Schule vielleicht schon kennengelernt haben und wie die Mathematik sie macht. Also wird es etwas werden, Arithmetik, mathematische Seite, Arithmetik auf dem Rechner. Da kann man vielleicht auf Anhieb denken, das ist total genau das Gleiche. Das ist aber leider gar nicht so, sondern es gibt eine ganze Menge Probleme, die man einschätzen muss und die, wenn man so wie wir im Bereich Scientific Computing arbeiten, die auch beherrschen muss. Das sind Eigenschaften des Systems, die man kennen muss. Und ich will mal anfangen mit der Arithmetik, wie wir sie in der Schule kennen. Der Aufbau dort geschieht so, dass man sich überlegt, mit welchen Zahlenmengen gehe ich überhaupt um. Und vielleicht ein bisschen kurz gesagt, wir gehen von den natürlichen Zahlen, das normale Abzählen, gehen wir zu den ganzen Zahlen, von den ganzen Zahlen zu den rationalen. Der nächste größere Menge sind die reellen Zahlen. Und dann ist der Abschluss dieses Zahlensystems quasi durch die komplexen Zahlen gegeben. Und es gibt eine nette Enthaltenseinsbeziehung zwischen diesen Mengen. Die natürlichen Zahlen sind alle enthalten in den Ganzen und so setzt sich das fort, bis die größte Menge, die komplexen Zahlen, dort entsteht. Also Zahlenmengen sind wichtig. Dann wird man auf diesen Zahlenmengen Operationen definieren, weil man vielleicht Elemente aus den Mengen rausnehmen will und man möchte sowas wie addieren machen, multiplizieren oder ähnliches. Und das sind die vier Grundrechenarten, die man kennt: multiplizieren. Und die drei Addition, Subtraktion und Division. Und dann gibt es sozusagen eine Klammer eines Regelwerks, die dafür sorgt, dass das ganze System in Ordnung ist. Und dass es in Ordnung ist, heißt, man fordert Assoziativgesetze. Das heißt, es kommt nicht auf die Reihenfolge zum Beispiel bei der Addition an, sondern ich kann beliebig die Addition vertauschen. Das schon mal unter dem Gesichtspunkt, was machen wir nachher auf dem Rechner? Darf ich auch auf dem Rechner in einer beliebigen Reihenfolge vertauschen oder spielt das eine Rolle? Kommutativgesetze kennt man, man kann vertauschen, ob ich a plus b nehme oder b plus a ist das gleiche. Und dann gibt es Gesetze, die zwischen den verschiedenen Operatoren vermitteln, die sogenannten Distributivgesetze. Das läuft im Schuldeutsch unter Ausklammern oder Ausmultiplizieren. Und ich fange das so an, weil das der eher abstraktere Zugang ist und werde mich dann damit beschäftigen, kann ich ein bisschen was von dem, was in der Welt gilt, kann ich das rüberretten in die Computerarithmetik. Und die Botschaft, die rüberkommen wird, ist, ja, ich kann was rüberretten, aber leider nicht alles. Und das, was ich nicht rüberretten kann, das muss ich deutlich benennen, weil ich in der Programmierung auch aufpassen muss, dass ich da nicht unbeabsichtigt Fehler mache. Und deswegen mal den Übergang. Vielleicht eine historische Bemerkung auch. Heutzutage werden ja viele Programme geschrieben, die kaum noch was mit echtem Rechnen zu tun haben. Und da muss man vielleicht ein bisschen in die Geschichte gucken. Wenn man zurückgeht in 1970 oder vorher, da sind die ersten Rechenanlagen motiviert oder entstanden durch die Motivation, ich möchte automatisiert rechnen. Und da war wirklich das Rechnen mit Addieren, Multiplizieren und Ähnlichem gedacht. Und deswegen, das war der Antrieb, der die Rechnerentwicklung überhaupt losgetreten hat. Heute ist es vielleicht eher die Spieleindustrie, die da so ein bisschen Motivation oder Dampf in die Entwicklung bringt. Deswegen ist es nicht verwunderlich, wenn das ganz zu Anfang schon ums Rechnen ging,
also um arithmetische Operationen, dann ist in jeder Programmiersprache werden diese arithmetischen Operationen umgesetzt sein. Und das führt dann zu meinem Thema, wie ich will unter Computerarithmetik verstehen, dass allgemein, wie gehe ich mit Zahlen und den Operationen auf Zahlen auf dem Rechner um und welche Fragestellungen kommen da auf mich zu. Und dann gibt es sofort eine Möglichkeit zwischen Arithmetik auf der Mathematikseite mit Arithmetik auf dem Rechner zu vergleichen. Arithmetik bei der Mathematik waren die Säulen, welche Zahlenmengen, welchen Operationen, welche Grundgesetze gelten. Also stelle ich mir jetzt diese drei Fragen auch im Bereich der Computerarithmetik. Die erste heißt, welche Zahlenmengen gibt es auf dem Rechner? Oder die nächste Frage heißt, welche Rechenoperationen gibt es denn, wenn ich dort Elemente aus diesen Zahlenmengen nehme? Und wie ist es mit den Gesetzen, die dort gelten? Kann ich auch da behaupten, kommutativ, assoziativ Gesetz, gilt das? Und leider ist es so, die Antworten sind nicht so ganz einfach. Und sie führen auch auf unerwartete Schwierigkeiten, die ich in diesem Vortrag ein bisschen deutlich machen will. Und das geht schon los, eine Bemerkung, die alles liegt am Speicher im Grunde genommen und dass dann nur endlicher Speicher uns zur Verfügung steht. Deswegen nenne ich das so ein bisschen lax die Krux mit dem Speicher. Und zwar wollen wir uns in die Lage versetzen, wir sind jemand, der in der Grundschule die Aufgabe 15 plus 45 bekommt. Da werden wir feststellen, auch wenn wir das heute machen, auch wenn ich das jetzt mache, ich mache mir keine Gedanken darüber, wie die 15 wohl in meinem Kopf existiert. Und ich habe, glaube ich, auch keine Vorstellung, welchen Speicher ich wohl für 15 belege. Für 45 auch nicht. Und ich weiß auch gar nicht genau, welcher Speicher überhaupt oder ob überhaupt Speicher verwendet wird, wenn ich 15 plus 45 rechne. Das heißt, ich habe keine Vorstellung davon, wie die Darstellung ist. Und die Mathematik ist auch eine Wissenschaft, die von der Darstellung völlig unabhängig agiert. Da könnte man zum Beispiel sagen, ja, ich addiere erstmal 10 von der 15 auf die 45, bin ich bei 55, die 5 bleiben noch über, bin ich bei 60. Bisschen raffinierter könnte man sagen, aha, die 5 steckt in beiden, dann klammere ich die doch mal aus. Dann habe ich 5 mal 3 plus 5, also 5 mal, ja, jetzt müsste man das auch noch richtig rechnen, 5 mal, Klammer auf, 3 plus 9, also 5 mal 12 und dann bin ich bei 60. Also ganz unterschiedliche Wege, die sofort in der Schule und im Kopf existieren. Und das kann man beliebig fortsetzen. Aber wenn ich jetzt in die Computerarithmetik gehe, komme ich sofort auf die Frage, ja, wie soll ich denn bitte 15 abspeichern? Und wie soll ich 45 abspeichern? Wie viel Speicherbedarf habe ich dort? Und welche Darstellung soll ich überhaupt verwenden? Das ist ein Riesenunterschied, wenn ich mit dem Rechnen auf den Computer gehe, der nur endlichen Speicher hat und ich auch mit endlichem Speicher diese Zahlen darstellen muss. Das klingt erstmal völlig harmlos, aber vielleicht diese Aufgabe hier macht die Sache schon ein bisschen interessanter. Die Additionsaufgabe, ich will die Kreiszahl Pi plus Pi mit sich selber addieren. Ja, da sagt der Mathematiker oder die Schulausbildung sagt 2 Pi und fertig. Das war's. So, jetzt gehen wir aber in die Computerarithmetik und jetzt wird die Frage komplizierter. Wie soll ich denn bitte Pi abspeichern? Jeder weiß, Pi ist eine irrationale Zahl, also wir können überhaupt gar keine Hoffnung haben, dass wir sie mit einer endlichen Sequenz von Ziffern darstellen können. Das geht nicht. Deswegen ist die exakte Darstellung von Pi auf dem Rechner auch gar nicht möglich. Per se ist es nicht möglich, weil wir endlichen Speicher haben. Also müssen wir uns überlegen, welchen Speicherbedarf wollen wir denn nehmen, um diese Zahl darzustellen und in welcher Darstellung wollen wir das überhaupt machen. Und da wir sofort in das Problem reinlaufen, Pi kann ich gar nicht exakt darstellen, habe ich sofort ein nächstes Problem, die Genauigkeit. Mit welcher Genauigkeit nähere ich denn das, was ich auf dem Rechner umsetze, an die Zahl Pi an? Ich mache also einen Fehler. Nicht einen Fehler im Sinne von, da funktioniert was nicht, sondern einen Fehler im Sinne von Ungenauigkeit. Und die entsprechenden Zahlenmengen, die dann in der Computerarithmetik vorkommen, sind bedingt durch den endlichen Speicher, können das nur endliche Mengen sein. Also ich kann überhaupt nur endlich viele Zahlen darstellen. Ganz im Gegensatz zu der Mathematik, die natürlichen Zahlen sind schon abzählbar viele. Und zwar unendlich abzählbar viele. Das kann ich auf dem Rechner nicht machen. Und in den Programmiersprachen, die sich mit dem
die das Werkzeug sozusagen sind, in dem ich dann programmieren will, entsprechen die Zahlentypen den elementaren Datentypen. Und ich will in diesem Vortrag auf die Sprache C, in ihrer Ausprägung ANSI C eingehen und mal ganz kurz gucken, da sind die entsprechenden Stichworte aus der Sprache C. Ich habe zum Beispiel die Möglichkeit, ein unsigned short int zu deklarieren, Variablen von dem Typ zu deklarieren. Diesen Datentyp gibt es dort. Wenn wir das mal übertragen in das, was ich mit den Mengen vorbereitet habe, dann sind das unsigned deutet an, das Vorzeichen ist immer plus. Short int scheint etwas zu sein, was kleiner ist, als wenn ich nicht short stehen habe. Und das ist immer, alle, die hier stehen, sind Teilmengen der natürlichen Zahlen. Ich kann also mit diesen Variablen, wenn ich mit diesen Datentypen in meinem Programm ins Rennen gehe, muss ich immer wissen, ich kann nur eine endliche Teilmenge der natürlichen Zahlen überhaupt repräsentieren. Wenn ich das Unsigned weglasse, werden das vorzeichenbehaftete Größen und das bringt mich sofort in die Welt der nächstgrößeren Menge, nämlich der ganzen Zahlen. Ich kann dann plötzlich Elemente aus Z angeben, aber auch wieder mit der Einschränkung, es sind nur endlich viele verschiedene. Und dann die Float, Double und Long Double, wie man sie aus C kennt, die sind die größte Klasse an Daten, die ich darstellen kann auf dem Rechner. Und da muss man leider auch sagen, die haben dann aber nichts mehr mit den reellen Zahlen und nichts mit den komplexen zu tun, sondern die sind ausschließlich rationale Zahlen. Also man muss sich nichts vormachen, in dem eigenen Programm kommt man über die Menge der rationalen Zahlen nicht hinaus. Und man kommt nicht nur darüber nicht hinaus, sondern man kommt nur auf eine endliche Teilmenge. So, und endliche Teilmengen werden gleich ein Problem erzeugen, aber ich will noch vorher kurz sagen, die ersten beiden sind sogenannte Ganzzahlen und die letzte Spalte hier gibt die Vertreter der Gleitkommazahlen an. Und die beiden Begriffe sind gerechtfertigt auch und ich werde auch zeigen, dass sie die Welt so ein bisschen auseinanderteilen. Die Ganzzahlen werden im Rechner komplett anders dargestellt als die Gleitkommazahlen. Das hat Konsequenzen. Vielleicht eine Bemerkung, die das nochmal deutlich macht. Die 13, die wir vielleicht als Ganzzahl ansehen würden, ist auf dem Rechner etwas komplett anderes als die 13.0. Das muss man, glaube ich, darauf achten, wenn man 13 und 13.0 auf dem Rechner muss man das auseinanderhalten. Denn hinter beiden steckt eine andere Vorstellung, sie darzustellen. Und das führt zu einer Teilung der Thematik. Ich kann jetzt das Thema Computerarithmetik in die Abteilung Ganzzahlarithmetik und Gleitkommaarithmetik aufteilen und das möchte ich auch so machen. Gucken wir nochmal mit den Rechenoperationen. In Analogie zu den arithmetischen Operatoren gibt es in jeder Programmiersprache die Operatoren Plus, die Subtraktion, die Multiplikation und das Teilen. Die sind standardmäßig immer dabei, in C sowieso. Und es lassen sich auch arithmetische Ausdrücke, so wie wir es in der Schule lernen, bilden. Das kann eigentlich jede Programmiersprache. Zum Beispiel können wir hier die dritte binomische Formel hinschreiben. Aber man muss ein bisschen vorsichtig sein mit dem Operator teilen, denn der hängt davon ab, mit welchen Zahlen wir es zu tun haben. Im Bereich der Ganzzahlen, wenn ich sage, ich will 17 durch 4 teilen und ich habe vorher angedeutet, dass 17 und 4 Ganzzahlen sind, dann ist es nicht das Ergebnis, was man vielleicht glauben würde, dass da 4,25 rauskommt, sondern ist es das Teilen mit Rest. Also das Ergebnis 17 durch 4 ist 4, weil das Teilen wieder in derselben Menge landen muss. Und 2 durch 9 ist noch fataler, da kommt nämlich 0 in dem Zusammenhang raus. Das sind Dinge, die man, glaube ich, immer wieder realisieren sollte. Und das ist mal mein Pausenbild, also mein Überleitungsbild, das ist jetzt ein Abschnitt, jetzt gehe ich in den nächsten und werde mich mit Ganzzahlarithmetik beschäftigen und da werde ich mal so etwas wie eine Fallstudie vorstellen, um zu sehen, welche einfachen Probleme ich sofort schon in diesem Bereich bekomme. Und ich will dafür ein überschaubares Beispiel nehmen, ich möchte die Berechnung der n-ten Fibonacci-Zahl angehen.
Dafür müsste ich erstmal sagen, was die Fibonacci-Zahl überhaupt ist, soweit sie nicht bekannt ist. Sie wird normalerweise definiert über eine Rekursionsformel. Die nte Fibonacci-Zahl ist gerade die Summe der beiden vorherigen. Und das kann ich rekursiv quasi definieren, indem ich den Laufindex n laufen lasse über 2, 3, 4 und so weiter. Diese Rekursion kann nur vernünftig wirken, wenn ich Startwerte definiere, weil ich brauche ja, um eine erste Fibonacci-Zahl auszuwerten, zwei vorherige, also muss ich zwei Startwerte ins Rennen schicken. Und üblicherweise wird in der Literatur gesagt, die erste Fibonacci-Zahl ist 0, die zweite ist 1. Und dann wälzt sich die Addition hoch und erzeugt die Fibonacci-Folge, die dann so aussieht, die ersten 0 und 1 sind gesetzt, dann ist es die Addition 1, die Addition 2, 1 und 2 sind 3 und so weiter. So, ganz überschaubares Problem. Und wir mal gucken in die Eigenschaften der Fibonacci-Zahlen. Und zwar vor dem Hintergrund, ich möchte jetzt mathematische Eigenschaften definieren für dieses Problem. Und dann werden wir gucken, ob diese Eigenschaften auch in meinem Programm wieder auftauchen. Und das deswegen Fallstudie, das ist ein ganz einfaches Beispiel, das macht die Problematik der Rechenarithmetik sehr deutlich. Also erstmal stellt man fest, jede Fibonacci-Zahl ist eine natürliche Zahl. Also alle Zahlen, diese Folge besteht aus natürlichen Zahlen. Und wir haben auch sowas wie eine Monotonie. Wir wissen, dass die nte Fibonacci-Zahl größer ist als alle vorherigen. Und das setzt sich sofort. Das sind zwei Eigenschaften, die mathematisch existieren. Die möchte ich bitte auch im Programm wiederfinden. Das ist sozusagen mein Anspruch. Und dann eine kleine Bemerkung nebenbei, die Fibonacci-Zahlen hängen ganz schnell, ganz eng mit dem goldenen Schnitt zusammen. Ich will ihn deswegen hier einführen, weil der goldene Schnitt aus den Fibonacci-Zahlen berechnet wird. Und wenn ich schon einen Fehler mache bei der Berechnung der Fibonacci-Zahlen, dann wälzt sich dieser Fehler in die Berechnung des goldenen Schnitts weiter. Also da besteht eine Abhängigkeit und die Abhängigkeit ist, wenn ich den Quotienten zweier aufeinanderfolgenden Fibonacci-Zahlen bilde, und da den Laufindex gegen unendlich laufen lasse, also den Quotienten immer weiter bilde, dann hat das einen Grenzwert, wie man es in der Mathematik sagt. Und dieser Grenzwert ist 1 plus Wurzel 5 halbe. Und dahinter verbirgt sich diese Zahl hier ist die Zahl des goldenen Schnitts. Und als Zahl angegeben ist sie ungefähr 1.618. Ja? Also wir werden ein bisschen gucken jetzt gleich, wird ein Programm entstehen und ich werde Daten produzieren, ob da überhaupt dieses 1.618 sich einstellt. Dann wäre die nächste Frage, wenn ich das Fibonacci-Zahl definiert habe, ich habe Eigenschaften angesehen, dann mache ich jetzt eine Berechnungsvorschrift. Und da bietet sich die Rekursionsformel an. Und ich kann auch schon zwei Varianten ansehen. Das ist eigentlich immer so wie wir es in der Ausbildung auch machen. Wir definieren ein mathematisches Problem. Und dann versuchen wir, verschiedene algorithmische Aspekte zu sehen und daraus verschiedene Lösungsmethoden zu generieren. Und die erste Variante ist sicherlich eine rekursive Berechnung, also über rekursive Funktionen, oder aber auch eine iterative Berechnung. Muss man ein bisschen was sagen, die rekursive lässt sich elegant hinschreiben, weil sie fast schon auf der vorletzten Folie steht. Aber die hat einen großen Nachteil, das ist der Rechenaufwand. Wenn ich mit dem Verfahren daran gehe, dann muss man leider sagen, das sollte man lieber lassen, weil für großes n wird der Rechenaufwand exponentiell mit n wachsen. Das ist leider so. Eine Realisierung in C könnte zum Beispiel so aussehen, ich habe meine Funktion in der Weise dort genannt, ich gebe als unsigned int, weil ich ja weiß, n ist eine positive Ganzzahl, gebe ich als Parameter ein und der Rückgabewert soll ein Shortint dann sein. Ich kann da eigentlich auch unsigned Shortint schreiben. Und die iterative Variante benutzt drei Hilfsgrößen und einen Laufindex. Das ist sowas in der Art, ich laufe mit einem Fenster der Breite 3 über die Fibonacci-Folge und passe nur auf, dass der neue Wert als die Summe der beiden alten
genommen wird. Wenn ich das berechnet habe, geht das, rückt das Fenster ein weiter nach rechts. Und das heißt, ich habe, um zu definieren, der ganz alte Wert, a previous previous hier, ist der a previous Wert, der vorherige. Und der wird dann auf a gesetzt und der Index ein hoch. Das ist eine sparsame Realisierung. Der Aufwand hier ist O von n, also proportional zu n und damit entscheidend besser als die rekursive Variante. So, und das sind die Ergebnisse, wenn ich hier den Typ Shortint benutze. Ich habe es hier nochmal explizit hingeschrieben. Die Zwischengrößen, die ich zur Berechnung benutze, diese drei, deklariere ich als vorzeichenbehaftete Ganzzahlen. Damit bewege ich mich im Bereich der ganzen Zahlen. Und ich kann hier sehen, ja, zum Index 10 kommt 55 raus, kann man nachrechnen, das stimmt auch. Hier pendelt sich schon der goldene Schnitt ein. Wenn ich zu 21 gehe, wird es noch besser. Hier steht er schon fast perfekt. In der Auflösung, die ich jetzt hier angegeben habe, hat sich das schon eingependelt. So, und da, bei 24, da passiert etwas, was überhaupt nicht sein darf. Die Fibonacci-Zahl wird negativ. Und das wirkt sich, da dort ein Fehler ist, wirkt sich das auch auf den goldenen Schnitt aus. Und danach gibt es nur noch Chaos. So, da könnte man denken, ja, habe ich vielleicht nicht so gut programmiert. Aber leider ist das eine Eigenschaft der Rechnerarithmetik, die wir jetzt mal verstehen, die ich versuchen werde, deutlich zu machen. Ich kann ein bisschen nachhelfen, indem ich nicht vorzeichenbehaftet rechne, sondern als unsigned short int ins Rennen gehe, dann komme ich aber nur einen Schritt weiter. Die 24. Fibonacci-Zahl ist noch in Ordnung und danach ist Feierabend. So, und da stellt sich natürlich die Frage, was ist passiert? Die mathematischen Eigenschaften verbieten das. Das soll monoton steigend werden. Und den Grenzwert des goldenen Schnitts kennen wir auch, aber der hat nichts mit diesen Zahlen zu tun. Dann wollen wir erstmal die Beobachtungen, die wir jetzt gemacht haben, sortieren, bevor wir da Schlüsse draus ziehen. Also wir stellen mal fest, dass ab n gleich 24 und n 25 stimmen die Ergebnisse nicht mit den gewünschten überein. Aber eine andere Beobachtung ist viel wichtiger. Der Rechenprozess ist gar nicht unterbrochen worden. Das kann ich jetzt natürlich nicht gezeigt haben, aber als ich das gemacht habe, gab es keinen Laufzeitfehler. Das System hat mir keinen Übersetzungsfehler und keinen Laufzeitfehler produziert. Dann könnte ich eigentlich davon ausgehen, dass mein Programm auch gut läuft. Also wird da etwas anderes passieren und die Ursachen liegen in der Ganzzahlarithmetik. Es ist so, dass der Datentyp Shortint, wie alle Datentypen, reserviert nur endlich viel Speicher für eine Variable von dem Typ. Und in ANSI-C sind das 2 Bytes. Also ich habe nur 2 Bytes oder 16 Bit Platz, um die Zahlen, mit denen ich dort rechne, zu beschreiben. Und es können eben nur endlich viele Ganzzahlen mit diesem Speicher beschrieben werden. Und eine Konsequenz daraus, wenn ich endlich einen Speicher habe, egal wie ich ihn darstelle, ich habe immer ein minimales und immer ein maximales Element. Ich habe immer eine obere und untere Grenze. In unserem Fall ist das maximale Element 2 hoch 15 minus 1. Und das Negative auf der anderen Seite der Achse, der Zahlenachse ist minus 2 hoch 15. Das sind so 32.000 und ein bisschen. Und ganz allgemein müsste man sagen, wenn ich eine Additionsaufgabe mache, definiere a plus b und ich möchte mich fragen, was ist mit dem Ergebnis, dann kann ich, wenn ich eine endliche Menge an Zahlen nur zur Verfügung habe, muss ich damit rechnen, dass das Ergebnis gar nicht an meiner Menge liegt. Beispiel wäre Zahlen von 1 bis 5, 1, 2, 3, 4, 5 und ich definiere 3 plus 3. Dann ist schon vorbei. Die 6 ist gar nicht drin in meinem System, also kann ich es auch gar nicht erwarten, dass da das richtige Ergebnis dann rauskommt. Also wir haben schon in den Grundlagen haben wir ein Problem, dass die Addition nicht wieder in der Zahlenmenge landen kann. Dann könnte man jetzt als Programmierer hoffen, ja, das sollte man das System mir dann auch bitte melden. Aber
Achso, man muss noch sagen, diese Art, dass die Ganzzahl aus dem Bereich herausläuft, heißt in der Computerarithmetik der Ganzzahlüberlauf. Und die Frage ist, wie so ein Laufzeitsystem oder ein Compiler, der das umsetzt, mit einem Ganzzahlüberlauf umgeht. Und da ist es leider so, was heißt leider, das ist eine Eigenschaft, die Ganzzahlen, das wird nicht gemeldet und das hat einen Grund. Der Grund ist folgender, die Ganzzahlen werden auf diesen 16 Bit, die ich habe, in einer sogenannten Zweierkomplementdarstellung angelegt, die ich jetzt gar nicht erklären will, aber das ist eine spezielle Darstellung. Die hat eine besondere Eigenschaft, nämlich ich kann dort ganz schnell Binäraddition ausführen. So, und dieses Binäraddition ausführen will man sich nicht kaputt machen und dieses schnelle Ausführen will man sich nicht kaputt machen, indem man einmal eine Abfrage da drin einbaut, ist das Ergebnis überhaupt in der Zahlenmenge? Sondern man delegiert das an uns, an die Programmierer, zu wissen, dass ich mit diesem Phänomen umgehe. Und deswegen wird auch wegen dieser, den Verlust an Schnelligkeit, den ich dort einkaufen würde, wird beim Ganzzahlüberlauf eben nicht gemeldet, dass das passiert. Und das Fazit, was man daraus schließen kann, ist, der Ganzzahlüberlauf gehört nun mal zum Programmiergeschäft. Damit muss man umgehen. Der wird auch nicht anders, wenn ich die Zahlenmengen größer mache. Dadurch kommt nichts Neues dazu. Und vielleicht an der Stelle muss man, wenn es unser Programmiergeschäft ist, dann muss man schon mal vielleicht eine Ahnung davon haben, wo darf ich mit solchen Schwierigkeiten rechnen. Und das sind all die Operationen, die man vielleicht aus dem Rechnen mit ganzen Zahlen kennt. Die Fakultät zum Beispiel wächst extrem schnell. Sollte man vorsichtig sein, wenn man die Fakultät ausrechnet, sind die Datentypen Short-Int, Int, Long-Int eigentlich nicht so die richtigen. Dann der Binomialkoeffizient, der in der Statistik eine Rolle spielt, hat ähnliche Eigenschaften, weil da eben die Fakultät mit reinspielt. Und was auch ganz manchmal auf Fehler führt, gerade in Anfangsprogrammierkursen, ist, wenn ich den Mittelwert einer Menge von Ganzzahlen berechne, dann wird schön Ganzzahl auf Ganzzahl addiert und hinterher wird durch die Anzahl geteilt. Und einmal kann bei dem Aufaddieren es passieren, dass es aus dem Zahlbereich rausläuft und es kann auch was anderes Nettes passieren, wenn ich Ganzzahl durch Ganzzahl teile, ist es Teilen mit Rest und dann hat das plötzlich mit dem Mittelwert nichts mehr zu tun. Also viele kleine Probleme, die ich jetzt mal, das ist das, was ich über die Ganzzahlen erstmal nur sagen wollte und jetzt gehen wir mal rüber zur Gleitkomma-Arithmetik, die in der Praxis eine noch viel größere Rolle spielt. Da ist es so, dass aus Leidensdruck heraus eine IEEE-Norm entstanden ist. Und zwar ist die entstanden 1985. Wesentlicher Mitarbeiter war William Cahan, damals an der Stanford University. Zur Norm ist es 1989 gemacht worden. Und der Leidensdruck, der da existiert hat, ist, wenn man mal den Zeitpunkt 1974, 75 vielleicht anguckt. Zu dem Zeitpunkt gab es jede Menge Rechenanlagen. Siemens hat was gebaut, Elektrologica hat was gebaut und man kann auch diverse andere aufzählen. Es war aber so, dass alle sozusagen ihre eigene Arithmetik gemacht haben. Der eine hat zur Basis 2 gerechnet, der andere zur Basis 8, der eine hat so gerundet, der andere hat es so gemacht, sodass die Programme, die geschrieben wurden, kaum noch transportabel waren. Und das war abzusehen, dass das für die Entwicklung der numerischen Verfahren, die ja auf den Rechnern stattfinden sollen, eine Einbahnstraße ist. Da muss man was machen. Und das haben die in Stanford schon sehr früh gesehen und haben versucht, mit der Industrie zusammen dann dort eine Norm zu entwickeln. Und die hat sich auch tatsächlich durchgesetzt. Das ist die sogenannte IEEE-Norm 754. Und die beschreibt in haarklein, wie die Arithmetik jetzt für Gleitkommazahlen aussehen soll. Und ich will mal ein bisschen reingucken in diese Darstellung und ich will sie binär angucken, also zur Basis 2. Ich will sie auf 64-Bit, also 8-Byte Darstellung projizieren und das entspricht der Vorstellung, ich analysiere sozusagen, welche Darstellung steht hinter der Variablen Double, hinter dem Datentyp Double. Und jetzt kommt ein bisschen Mathematik ins Spiel, die aber
sehr aussagekräftig ist. Ich kann jetzt eine Gleitkommazahl x zur Basis 2 mit 64 Bit kann ich in dieser Form beschreiben. Diese Darstellung besteht aus drei Teilen. Dort vorne steht minus 1 hoch einer Zahl s. Ganz hinten steht die Basis 2 hoch einem Exponenten, linear verschoben, wie wir das sagen hier. Und dann steht hier die sogenannte Mantisse, die sich darstellt als 1 plus eine Summe von 1 bis 52 und entsprechend gewichtete 1 durch 2 Potenzen, könnte man sagen, 1/2. Und der Exponent da oben ist nochmal wieder eine Summe von 0 bis 10 mit gewichteten Zweierpotenzen. Und die Gewichte können immer 0 und 1 sein, da ich im Binärsystem bin. Dann kann man sagen, insgesamt lebt diese Darstellung auf 64-Bit. Wenn wir jetzt mal ein bisschen genauer hingucken, wo die herkommen. Es gibt ein Vorzeichen-Bit, das ist S. Das wird über 0 und 1 gesteuert. Wenn S 0 ist, dann ist minus 1 hoch 0 ist 1. Also 0 bedeutet positive Zahl. Ist es mit 1 gesteuert, heißt es minus 1 hoch 1, also minus 1, ist es eine negative Zahl. Dann gibt es die 52 Mantissen-Bits, die hier in dem mittleren Faktor stecken. Die will ich mal mit den Koeffizienten angeben. Das sind die Koeffizienten A1 bis A52. Und alle diese Koeffizienten können den Wert 0 oder 1 annehmen. Und dann gibt es noch die 11 Exponenten-Bits, die von der Notation her E0, E1 bis E10 heißen sollen. Und ich will diese Darstellung hier, wollte ich jetzt mal so formal angeben, und wir werden sie jetzt mal umsetzen. Zum besseren Überblick habe ich da oben die Formel nochmal hingeschrieben, die Darstellung. Und ich möchte jetzt x gleich 18 ins IEEE-Format übersetzen. Also die Dezimalzahl 18 in ihrer IEEE-Darstellung, Basis 2, auf 64-Bit. Dafür muss ich diese 64 Variablen, die die Werte 0 und 1 annehmen können, exakt angeben. Und dann wollen wir mal erstmal mit dem Vorzeichen-Bit anfangen. X ist positiv, also wird das S, das Vorzeichen-Bit, 0 sein. Und dann gehe ich mal ran an die Mantissen-Bits. Da werde ich die 18 zerlegen in eine Summe von Zweierpotenzen. Also 16 plus 2 ist die Zerlegung, die ich da hinkriegen kann. Das wiederum ist 2 hoch 4 plus 2 hoch 1. Und dann gucke ich ein bisschen auf die Darstellung da oben. Ich brauche eine führende 1. Die 1 ist fest eingebohrt in dem IEEE-Standard. Das ist das, was man die Normalisierung von Gleitkommazahlen dann nennt. Und wenn ich die 2 hoch 4 ausklammer aus dem Ausdruck, dann habe ich 2 hoch 4 mal. Und was überbleibt aus dem ersten Summanden, bleibt die 1 über. Das ist genau die ich erreichen wollte. Und dann plus einmal, wenn ich aus 2 hoch 1, 2 hoch 4 ausklammer, bleibt 2 hoch minus 3 über. Also ist die Gleichheit 2 hoch 4 in Klammer auf 1 plus 1 mal 2 hoch 3. So, und das ist an einer Form, dann kann ich die Mantissen-Bits ablesen. Es gibt nur einen Baustein, der die Größenordnung 2 hoch irgendeine negative Zahl hat. Die 1 ist auch da, also kann ich durch Vergleich sagen, dass die 52 Bits, die dort jetzt gesetzt werden müssen, um x gleich 10 zu beschreiben, die ersten beiden sind 0, der erste würde 2 hoch minus 1 entsprechen, der zweite 2 hoch minus 2 und da ist der dritte, der entspricht 2 hoch minus 3. Den muss ich also setzen und andere Größen kommen gar nicht mehr vor. Deswegen ist der ganze Rest auf 0 gesetzt. Und jetzt muss ich noch die Zweierpotenz in den Griff kriegen, also den Exponenten zur Basis 2. Und die muss ich ein bisschen beachten, die ist verschoben. Und wenn ich mir überlege, da hier steht 2 hoch 4, ich muss es abziehen von 2 hoch, ich muss den Wert, den ich suche, um 1023 verringern, sodass 4 herauskommt. Also muss E wohl 1027 sein. Und dann schaue ich hier oben hin, ich muss dann den Exponenten in der Zweierbasis darstellen.
Also bin ich gezwungen, 1027 als Summe, als Linearkombination von Zweierpotenzen hinzuschreiben. Und da kommt sich als erstes das 2 hoch 10 vor, die 1024. Dann fehlen mir noch oh, da ist ein Fehler drin. Wie ist es richtig? Ja, da müsste 2 hoch 1 stehen, da 2 hoch 0, sonst bin ich darüber hinaus. Da ist ein Fehler drin. Und der hier nicht mehr drin ist. Also in der Bit-Darstellung habe ich mich selbst wieder korrigiert. So, und dann haben wir die Bit-Darstellung des Exponenten, so wie es die Darstellung, die IEEE-Darstellung fordert, ist genau diese 0,1-Folge. So dass ich insgesamt sowas sagen kann wie die 18 kann ich auch exakt in meinem System darstellen. Da bleibt nichts über, das ist eine exakte Darstellung. Und die Betonung liegt auch auf exakt, weil leider ist es so, dass nicht alle Zahlen da reinpassen. Es sind ja nur endlich viele, also es gibt auch eine ganze Menge, die da gar nicht reinpassen. So, und die Frage ist, wann, was mache ich, wenn die da nicht reinpasst? Ich möchte trotzdem zum Beispiel mit x gleich 0,1 rechnen. Und 0,1 ist so ein Kandidat, 0,1 lässt sich in dem System nicht exakt darstellen. Also, was soll ich machen? Und da hilft quasi das, was man auch so alltäglich machen würde, man wird im Runden. Es gibt in dem System IEEE gibt's einen Rundungsmechanismus und die Norm schreibt auch vor, es gibt 5 verschiedene Arten zu runden. Das geht vom einfachen Abschneiden über zum nächstgrößeren, zum nächstkleineren in Richtung der 0 oder von der 0 weg. Das sind schon die 5. So, und das will ich als Phänomen erstmal sagen, wir haben eine endliche Menge, wir haben eventuell Zahlen, die gar nicht reinpassen, wir müssen etwas wie Runden machen und ich will jetzt nochmal den nächsten Begriff, der für die Gleitkomma-Arithmetik eine große Rolle spielt, ist die Maschinengenauigkeit und die will ich mal über ein Experiment ins Leben rufen. Ich will mal die Bestimmungsgleichung für x in dieser Form hinschreiben. Da steht wie in der Schulmathematik 1.0 plus x soll 1.0 sein. Und das soll eine Festlegung, eine Gleichung sein, die x definiert. Naja, da wird man, wenn man die Arithmetik aus der Schule benimmt, ist die eindeutige Lösung ist x gleich 0. Das ist einfach so. Das hat man da kennengelernt. Bloß die Botschaft ist, wenn ich jetzt auf den Rechner gehe, ist das nicht mehr so. Die Gleitkomma-Arithmetik hat die Eigenschaft, dass es Gleitkommazahlen gibt, die nicht 0 sind und die trotzdem diese Gleichung erfüllen im Sinne der Gleitkomma-Arithmetik, nicht im Sinne der echten mathematischen Arithmetik. So, und wenn es solche Zahlen gibt, dann kann man sich ja fragen, welches ist wohl die größte dieser Zahlen, die ich zu der 1 hinzuaddieren kann und das Ergebnis merkt das gar nicht. Und da kann man sich überlegen, dass wir das vielleicht experimentell machen. Und deswegen hatte ich gedacht, ich wollte auch mit einem GCC und einer Konsole arbeiten und mal kurz ein kleines C-Programm schreiben, was experimentell diese größte Zahl bestimmt. Und die Idee dabei ist, dass ich mit einem x anfange, als 1.0 zum Beispiel, und dann werde ich es immer sukzessive halbieren. Und dann frage ich ab, ob die Summe 1.0 plus dieses x, ob das 1 ist oder nicht. Und das wollen wir mal zusammen machen. Das, hoffe ich, dass das geht. So, das X-Term, was ich dafür schon vorbereitet habe, ist dieses hier. Beziehungsweise, ich brauche 2. Ich brauche erstmal einen Editor, den ich aufrufe und ich würde ganz gerne Apps Punkt C, ach ja, das M weglassen, apps plus C,
Also ganz elementar, ich möchte ein VI aufrufen und werde mal ein kleines C-Programm ins Leben rufen. Ich werde erstmal sehen, dass ich da eingeben kann. Also meine Main-Funktion, die ich für mein C-Programm brauche, hat dieses Muster. Die Main-Funktion ein vorzeichenbehafteten Ganzwert zurückgeben. Ich möchte keine Übergabeparameter an dieses Problem, an diese Funktion geben und ich möchte in geschweiften Klammern das tun, was die Funktion, hinschreiben, was die Funktion ausführen soll. Und ich möchte in unserem Fall Return 0 zurückgeben. Ich könnte auch meine Brille dazu nehmen. Also Return 0. In der Ausbildung gehen wir hier ein bisschen penibler vor und sagen, werden da sowas wie Exit Success hinschreiben. Also es gibt eine Konstante in der Programmiersprache C, die wird über die Standardbibliothek StandardLib vermittelt und die deutet an, dass ich den Return-Code für meine Main-Funktion mit einem Inhalt, mit einem Begriff versehen kann, der ein bisschen mehr aussagt, nämlich, dass dieses Programm vielleicht erfolgreich gelaufen ist, aber das wollen wir mal weglassen jetzt, sondern will ich das Problem aufspannen. Ich brauche ein X, das werde ich in der Welt der Doubles, oder machen wir es mal ein bisschen. Bitte? Immer wenn du auf die Pfeiltasten kommst, springt er raus. Ja. Also es wird ein bisschen kryptisch jetzt hier. Wo will ich denn eigentlich hin? Da. Ich muss wieder einfügen int und dann möchte ich zurückgehen. Das kann ich nicht. Ach, dann machen wir es anders. Ich mogel das Semikolon hier ein. Das gehört eigentlich da oben hin. Ich brauche eine Laufvariable, die werde ich. Die brauche ich nicht mal. Ich würde ganz gerne jetzt x initialisieren und dem Wert 1.0 mitgeben. Also ich meine, wir machen es in der Ausbildung auch so, immer wenn wir wissen, dass Konstanten aus dem Bereich Double kommen, dann schreiben wir sie auch als 1.0 hin und nicht als 1, weil wir dann schon deutlich machen, wir wissen, dass wir Gleitkommazahlen rechnen und keine Ganzzahlen. Und dann würde ich ganz gerne eine While-Schleife aufbauen. Und die While-Schleife wird heißen, überprüfe, ob 1.0 plus x, Ich möchte gleich schreiben. Aber das Ausrufezeichen da gleich verschwinden lassen. 1.0. Escape einmal, dann müssen wir ja Modus und dann läufst du über das Ausrufezeichen und drückst ein X. Okay, das lerne ich jetzt online hier. Escape A? Ja, dann fügt er hinten an. Und mit Groß A fügt er hinten am Ende der Zeile an. Ja gut, das merke ich mir jetzt mal. Also, ich bin noch im Einfügemodus. Und jetzt? Escape A. So, und dann nochmal Escape 1 zurück. Oder ein R und das Semikolon. Oder guck mal, wenn du die Semikolon sehen. Bitte was? Wenn du den Vortrag mitmachst, dann brauchst du auch ein Video. Ich bin ja nur so früher für mir. Ich kann das eigentlich auch nicht. Ich habe so eine Tasse. So, jetzt gehen wir da hin und jetzt mache ich da ein X. So. Und jetzt ein A. Dann bin ich davon. Jetzt will ich in den. Bist du schon? Bin ich schon. Okay. Dann gehe ich jetzt dahin. Mach auf, was ich in der. Das ist ja nun völlig schräg. Ich kann erklären, warum ich so ein bisschen gehandicapt aussehe. Ich mache es im Programmierkurs immer so, dass ich sage, ihr sollt nicht sequenziell programmieren, sondern hierarchisch.
Und wenn das hierarchische Programmieren heißt, wenn ich eine geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu im Auge habe, dann gebe ich die erstmal ein, weil ich dann in einer Hierarchie tiefer bin. Und dann gehe ich ein Stück zurück und gebe dort das ein. Also das macht schon Sinn, wo ich jetzt aber hier völlig durcheinander komme. Also werden wir das mal so machen, dann schreibe ich das einfach da rein. Insert. Und jetzt möchte ich ganz gerne, dass ich x ersetze durch die Hälfte von x mal x und dann Semikolon. So. Also, das macht genau diese Abfrage. Ich frage ab, ist die Summe 1 plus x gleich 1? Und solange dem so ist, führe ich die Anweisung aus, dass x halbiert wird. Und dann werde ich am Ende mir das Ergebnis ausgeben, also insert, und dann mache ich einen printf. Werde gleich da geht das schon wieder los mit dem hierarchischen Programmieren. Werde da ein x angeben und dann das zurück und dann trickse ich das mal aus und da ist ein i und da kommt ein %f hin und vielleicht eine neue Zeile. So, und dann werde ich ganz oben noch dafür sorgen, dass ich keine Warnung bekomme. Das ist auch so etwas, was wir bei uns in den Kursen vermitteln. Anständige Programme, die unseren Anforderungen genügen, haben keine Warnung und Fehler sowieso nicht. Wenn da Warnungen sind, muss so lange nachgebessert werden, bis die verschwinden. Das führt manchmal zu ziemlich langen Diskussionen. Also Insert und dann Gartenzaun include und dann standard.io.a und Zeilenübergang und dann ist es fertig. So, und das müsste ein kleines Programm sein, was hoffentlich arbeitet. Und das speichere ich mal ab, verlasse es auch gleich. Und dann habe ich den GCC, den ich mal kurz gucke, mit welcher Version er hier mit mir spielt. Das ist 4.6.2. Und dann möchte ich den GCC mit Optionen in der Welt der ANSI-Norm ganz von früher, C89, leben lassen. Also werde ich die ANSI-Norm ins Leben rufen. Ich möchte, dass die ANSI-Norm pedantisch angewendet wird. Und ich möchte, dass ich alle Warnungen bekomme. Und komischerweise ist es beim GCC so, dass ich mit all lange nicht alle Warnungen bekomme, sondern ich muss noch die, die es extra gibt, dazu fordern. Und dann will ich kompilieren und das Programm heißt apps.c. Das läuft und dann werde ich es binden. Mein Programm soll apps.exe heißen, das möge man mir verzeihen. Und ich werde es binden mit dem compilat.o und dann werde ich apps.exe aufrufen. Und dann habe ich mich vertan. VI apps.c. Wo ist der Fehler? Den können wir vielleicht gemeinsam suchen. While. Das muss ungleich heißen. Also. Ach ja. Also ein x und ein insert Ausrufezeichen und wieder weg und Doppelpunkt right und dahin und dann hier unten das gleiche Spiel nochmal übersetzen, binden und laufen lassen. So, und dann haben wir das Pech, dass das Standardformat unsere Zahl gar nicht wiedergibt. Also sollte ich mal sehen, dass ich hier nicht f angebe, sondern vielleicht das Format e, wie Exponentialdarstellung, also in der 10er-Basis. Dann werde ich da ein bisschen mehr erfahren und das schreibe ich wieder weg und gehe in das andere Fenster und übersetze es, binde es und starte es. Und dann steht da 1.11 mal 10 hoch minus 16. Das ist die Maschinengenauigkeit oder eine fast die Maschinengenauigkeit. Das ist eine Zahl, für die, wenn ich die zu 1 hinzuaddiere, verändert sich die 1 nicht. Und wenn ich danach kleiner werde, und da sind noch eine Menge Zahlen, die kleiner werden können,
dann wird das auch so sein. Also habe ich ein Verstoß eigentlich gegen die Forderung, die Mathematik mitbringt. Das ist eine Bestimmungsgleichung da und die wird erfüllt auf der Basis der Gleitkomma-Arithmetik für Werte, die nicht Null sind. Ich beschreibe es immer so, das ist eine Eigenschaft, das ist kein Fehler, das ist eine Eigenschaft. Die kauft man sich ein, wenn man auf endlichen Systemen rechnet. Und ich habe noch ein Beispiel jetzt vorbereitet, das wir uns mal dann angucken werden. Wie komme ich jetzt zu dem zurück hier? Der andere da unten unter dem. Ich habe einen, gibt es den Befehl more hier, ja, ne? Coolish.c. Ich habe ein C-Programm vorbereitet, was wieder eine Main-Funktion ins Spiel bringt, auf Double X arbeitet, also im Gleitkomma-Bereich. Und ich möchte das X einmal als diese Summe von vier Konstanten hinschreiben. Also 10 hoch 20 plus 17 minus 10 plus 130 minus 10 hoch 20. Und die nächsten Zeilen sind nur eine Permutation der Reihenfolge, also die Anwendung meines Assoziativgesetzes. Die Mathematik sagt, ich kann das in beliebiger Reihenfolge addieren. Und das sollte ja auch dann auf dem Rechner so stattfinden. Ich habe jetzt mal 4 hier rausgenommen. Wir können mal ganz kurz rechnen, was rauskommen müsste. Also 10 hoch 20 minus 10 hoch 20 ergänzt sich zu 0. 17 minus 10 gibt 7, plus 130, es sollte 137 rauskommen. Und dieses Programm werde ich mal übersetzen. Das ist ein Beispiel, was Herr Kulisch, seines Zeichens Mathe-Prof in Karlsruhe, entworfen hat. Und dann werden wir es mal binden als kulisch.exe und da das Kompilat dazu nehmen und dann coolish.exe starten. So, und das ist das Ergebnis. Da stehen 4 Zahlen. Die erste Zahl ist 0, die zweite ist 120. Dann ist hier das richtige Ergebnis mal dabei und hier unten steht minus 10. So, und das ist auf den ersten Blick, glaube ich, erschütternd. Weil wir haben nichts anderes getan, als die Summanden zu vertauschen. Und 3 von den 4 Ergebnissen sind falsch. Definitiv falsch. Und da gilt auch wieder die Aussage, ja, das hat aber auch keiner gemeldet, dass das falsch ist. Es gibt keinen Mechanismus, der sagt, Moment, da passiert irgendetwas, was du vielleicht nicht tun solltest. Sondern das fällt auch wieder in die Kategorie, das ist in unserer Verantwortung zu klären, was die Ursachen sind. So, das werden wir jetzt in diesem Vortrag nicht machen können, aber das fällt so in den Bereich der numerischen Mathematik und in der Grundausbildung. Wo sind die Ursachen dafür, dass ein solches Ergebnis passiert? Und dann wollen wir mal ganz kurz zurück in meine Präsentation. Wo ist die jetzt geblieben? Das war die. Und F5. So, da war ich da. Da unten steht das, was ich jetzt gerade durchgeführt habe, das Beispiel von Kulisch. Und dann möchte ich noch zum Abschluss, ja, das ist kurz vor 12, als Abschluss Folgendes präsentieren. Man sieht vielleicht, dass die Gleitkomma-Arithmetik gewisse Eigenschaften hat, die sowas wie Maschinengenauigkeit, wie runde ich, es gibt größte, kleinste Werte und die will ich mal die Kennwerte einer Gleitkomma-Arithmetik nennen. Wenn wir sie mal kurz einmal aufzählen. Erstmal ist die Basis eine Frage, mit der ich rechne. Das ist aber bei den heutigen Systemen fast immer eindeutig zu beantworten. Die Basis ist immer 2. Dann ist die Frage, mit welcher Mantissenlänge geht das ins Spiel? Was ist der Exponentenbereich? Welche Rundungsvariante haben wir derzeit im System installiert? Was ist der maximale Wert? Der minimale Wert, wie ist es mit der Maschinengenauigkeit, die ich hier hingegeben habe. Und schön wäre es, wenn wir diese Dinge nicht aus der Literatur rausnehmen oder aus der Beschreibung unseres Rechners. Man muss nämlich davon ausgehen, diese Werte sind nicht auf allen Rechnern gleich, sondern es hängt davon ab, auf welchen Plattformen man sich befindet.
Und weil das abhängig ist von den Plattformen, muss ich mir vielleicht etwas überlegen, dass ich dann die Kennwerte schneller rankomme. Und was bietet sich an, ein eigenes Programm zu schreiben, ein Experiment, welches genau diese Kenngrößen bestimmt. Und da gibt es ein Programm, was wir häufiger mal benutzen, was von William Cody stammt und was das Ziel hat, in einem Gleitkomma-Arithmetik-Umfeld die Kennwerte der Gleitkomma-Arithmetik experimentell durch Ausprogramms bestimmt. Und das Programm habe ich mitgebracht und das möchte ich ganz gerne mal übersetzen hier. Das ist ein ANSI-C-Programm, das sollte der Compiler verdauen. Und wir gucken vielleicht auch gleich mal rein in das Programm selber. Ich will es erstmal vorführen. Also ich müsste wieder vielleicht räumen wir mal ein bisschen auf hier, damit das nach oben rückt. Ich möchte ganz gerne, ja, das war nicht so schlau, ich möchte das Programm aufrufen, das heißt MA-char und liegt jetzt hier in dem Verzeichnis vor, Punkt C. Das werde ich erstmal übersetzen, mal gucken, ob das diesen Anforderungen, die wir da haben, entsprechen. Ja, das ist natürlich hart. Oh. Dann wollen wir mal in mchar reingucken. Das, glaube ich, ist in der Zeit, kriege ich nicht verbessert. Woran mag das liegen? Ich will mal nochmal einen ganz kurzen Versuch und dann gucken wir zusammen in das Programm. Und dann muss ich das leider so stehen lassen. Ich werde mal die Norm höher setzen auf C99. Aber das wird an den Dingen nichts ändern. Und dann gucken wir mal in das Programm selber rein. Also das Programm stammt in der Urversion von William Cody, ist hier 1988 von Herrn Hau verändert worden. Wo waren die Fehlermeldungen, die ich eben hatte? So, das ist dafür gedacht, die hardwareabhängigen Größen für eine Double Position Maschine steht hier, zu berechnen. Hier gibt es auch eine Literatur. Da sieht man, das ist eine Arbeit, die in der Zeitschrift TOMS hier, Topics of Mathematical Science heißt das, glaube ich, angegeben ist. Und wir werden mal, ich gucke mal ganz kurz hin, was ich jetzt ganz gerne hier gezeigt hätte. Ich hätte ganz gerne diese Ausgabe hier produziert, sodass da I Beta gleich sowieso, IT gleich sowieso steht. Und ich hätte hier auf dem Gerät gerne gesehen, I Beta ist die Basis, da soll 2 rauskommen. Hier ist die Maschinengenauigkeit, mach Apps. Hier ist der minimale und maximale Wert und IRND ist die Kennziffer für eine der 5 Rundungsmöglichkeiten, die es gibt. Aber da ich nicht damit gerechnet habe, dass der Compiler das nicht verdaut, muss ich das jetzt so stehen lassen. Also, irgendwie dir vielleicht glauben, dass das funktioniert. Und das kann ich vielleicht andererweise nachreichen. So, und dann bin ich in der Zeit durch und habe, glaube ich, auch so ein bisschen einen kleinen Einblick gegeben, worum es mir geht. Vielleicht noch ganz kurz die Botschaft. Ich glaube, dass es gut ist, wenn man die Arithmetikeigenschaften und die Computerarithmetikeigenschaften gegenüberstellt und bei jedem mathematischen Problem oder bei jeder Programmierung, die mit mathematischen Problemen zu tun hat, sich fragt, wird das Programm überhaupt die Eigenschaften meines Problems im meinem Programm widerspiegeln. Das ist wichtig und das sollte vielleicht überbleiben. Vielen Dank fürs Zuhören.